Ja, das Auge drehen. Das geht total ab. Weil ihr alle da seid. Ich freue mich so. Ja, sind wir in der scheiß Sandwelt, aber ich glaube, die geht sogar noch. Oh, Mega, du hast hier einen neuen ausgesucht. Wer bist du denn? Du bist ein dicker Goblin, glaube ich, oder? Und Frau Noob ist halt, wie gesagt, so eine blaue Kämpferin. Ich weiß aber ihren Namen nicht, weil sie halt in dem Hauptspiel nicht vorkommt. Genau, von den Viechern hier muss man den Kopf treffen. Dann sterben die. Olga. Das ist die Olga. Mit einem V davor. Ja, die Anfangswelten jetzt so, die machen noch Sinn. Das ist mehr so eine Welt von wegen hier, sowas gibt es, da, dies und das musst du hier machen in der Sandwelt. So wie so eine kleine Unterrichtsstunde. Aber je weiter man kommt, desto schwieriger ist es natürlich. Aber wie gesagt, es ist super krass, wie viel sich das Hirn gemerkt hat von damals. Also ich habe es damals bestimmt 5-6 Mal durchgespielt, das habe ich schon von einem erwähnt. Und ich habe jetzt mir das als Emulator rausgekramt, um zu gucken, inwieweit mir das hier noch liegt. Weil ich habe manche Welten, die kenne ich tatsächlich in- und auswendig. Besonders die letzte Bosa-Welt. Da kann ich teilweise ziemlich gut durchspinnen. Wenn ich nicht gerade alle Teile sammeln muss, die kommen mir nicht an. Und für die kleine Röhre da unten brauche ich einen kleinen blauen Pilz. Ich weiß nicht genau, ich habe alle Teile. Vermutlich kann man hier irgendwie was freispielen oder so. Aber habe ich ja jetzt nicht. Also können wir versuchen, uns das zu merken, wenn ich mal einen blauen kriege. Oh, das war gerade richtig schlecht. Na, kriegen wir es gerettet? Ah, gerade so, ey. Das war knapp. Oh, wow. Naja. Ist ja nicht so wichtig. Gibt ja nur ein Leben dafür. Wenn man es hinkriegen würde. Mario habe ich als Kind tatsächlich nicht so viel gespielt, fand Donkey Kong immer besser. Ach, das ist ja auch interessant. Donkey Kong habe ich nicht so gespielt, aber es war auf Nintendo 64, das Donkey Kong haben wir gespielt. Ich bin das erst ja meine Schwester, deswegen spreche ich meistens in Wir-Form. Das Donkey Kong habe ich dann ja, also ich habe ja einen N64 mittlerweile wieder hier. Ich habe mir mal einen gekauft, gebraucht natürlich, einen ganz hübschen. Und dann, ja, das feiere ich irgendwie total. Ich weiß nicht warum. Weil es so, na, Open World ist jetzt nicht ganz, aber man kann sich halt so schön frei bewegen und so. Schon ziemlich nice gemacht. Ah, scheiße, die Wolke, ich erinnere mich. Der Schlimmste. Ja. Weißt du, bleib doch einfach da und verfolg mich so, du super dumm auf Schritt und Tritt. Wo ist er denn jetzt? Yeah, wir! Mag Mehrzahl auch. Okay, jetzt kann man nämlich auf die Wolke raufspringen, eigentlich? Ja, genau. Hier oben gibt es ja früher oder später definitiv, glaube ich, einen Taler. Definitiv, glaube ich, einen Taler. Oh, mein Controller hat sich wieder abgemeldet. Ja, so richtig, so richtig feiert mein Controller die Steuerung gerade mit der Wolke nicht. Ja, scheiße. Es steuert sich beschissen. Irgendwie, möchte mein Controller diese Steuerung nicht annehmen. Viel Spaß im Lurk, Frau Noob. Danke dafür. Ist auch sehr wichtig. Später. Hier oben ist nämlich einer. Wir gehen mal runter, weil es sein kann, dass uns hier ein Taler erwartet. Ja, habe ich doch richtig gedacht. Thank you.
Die Wolke fällt auch mit der Zeit runter. Das ist aber auch neu. Das war eigentlich in den anderen Teilen nicht so. Also im Original-NDS-Spiel blieb die eigentlich immer oben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie mit der Zeit runtergesackt ist. Ja, das war dumm. Aber ich brauch den eh nicht. Oh, meine Güte. Ah, okay. Muss natürlich auch nach oben drücken. So in etwa. Hier ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Geheimgang. Also, das kann es doch noch nicht gewesen sein mit der Welt hier. Die ist viel zu aufwendig gemacht. Hua! Ich will nicht runterfallen. Geh weg, du Wolkentyp, und lass mich in Ruhe. Bitte bewirf mich nicht, ich möchte jetzt einfach nur ins Ziel springen. Okay. Was? Kein Level? Quatsch, kein Item. Leben. Nö, ich glaube, hier gibt es keinen Geheimgang. Tatsächlich, weil es gibt einen Weg nach oben, den man sich erkaufen kann. Den brauche ich nicht. Hier gibt es aber den einen Geheimgang. Geheimausgang. Ich glaube, die Welt hier war tatsächlich ganz cool. Es ist wirklich, ich muss zugeben, es ist wirklich ein sehr tolles Spiel. Es ist ein sehr schönes Mario Bros. Es ist irgendwie nicht zu viel, nicht zu wenig, super abwechslungsreich, aber trotzdem irgendwie nicht ständig irgendwas Neues. Irgendwie gefällt mir das total. Ich glaube, hier gab es auch nicht mehr. Da war ja was. Ah, hier müssen wir noch weiter, höher. Da gibt es damit den Ausgang. Da war noch ein Knopf, den muss ich aber schon gleich. Und der Zeitdruck. Ich kenne nur Mario Bros. 1, 2, 3 vom NES. Andere habe ich nie gespielt, leider. Ja. Davon hatte ich auch damals nicht gespielt. Bei mir war ja mehr die Generation Nintendo 4, Quatsch, ja doch Nintendo 64. Und dann natürlich sehr viel Nintendo DS, so wie das hier gerade, ne? Weil das ist halt einfach... Da konnte ich schon nochmal denken. Klar, ich habe SNES und NES auch gespielt. Damals im Kindergarten hatten wir einen Computerraum. Konnten wir so spielen. Und deswegen kenne ich das alles auch. Aber ich war halt mehr genau zueinander. Ah, schade. Naja, aber den Ausgang haben wir gefunden. Den wir gesucht haben. Dann gehen wir mal wieder in eine Unterwasserwelt, weil wir sie alle so lieben. Oder ganz unter Wasser ist sie ja gar nicht. Aber es ist eine Wasserwelt, trotzdem kacke. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Wasserwelten immer scheiße sind. Es reicht, wenn man von so einem dicken Fisch verfolgt wird.
Stirb! Ja, ach so, na klar. Stirb nicht. Hatte ich eh nicht vor, dass du das machst. Schnell rauf hier! Ja, das war einfach unlucky. Ja, ich nehme die Blume lieber. Man weiß ja nicht. Ist eine zweite Münze. Meistens gibt es sie ja um die Mitte herum und die haben wir jetzt gerade erreicht. Ah, no. Okay, das sieht schlecht aus mit der zweiten Münze. Hier ist die dritte wahrscheinlich. Wenn man sie dann irgendwie kriegt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Mein Gott, hat mir einen Post gegeben, oder? Na, wir müssen dann mal zurück, denn... Ah, nö, guck mal an. Shit, wir hatten die... Oh, mein ganzer Computer spinnt gerade. Wow, was war das? Habt ihr das gekriegt? Wie dumm. Ich glaube, es läuft noch. Hab das auch gesehen. Naja, mein Gott. Prost. Mir hat sich gerade mein Computer aufgehangen. Zumindest hat sich irgendwas... Hatte sich irgendwas abgemeldet, irgendein Anschluss. Ich hoffe, es geht wieder. Muss ich mal kurz bewegen, dann sehe ich das. Sieht gut aus. Kannst ja weitergehen, würde ich sagen. Gut, die Schildkröte ist noch da. Die brauchen wir, um hier hochzukommen. Man hat es auch gehört. Ja, ne? Es ist, also manchmal verstehe ich meinen PC nicht. Kommt also plötzlich. Achso, ich melde mich jetzt gerade übrigens mal einfach so ab, habe halt irgendwie keinen Bock mehr zu arbeiten. Also irgendein Anschluss, weiß ich. So, wir haben die nächste Kanone freigespielt und die führt Richtung... Gehen wir mal gucken, weil da können wir ab einmal speichern. Nochmal zur Schneewelt? Na, die habe ich aber doch schon in der ersten Welt freigespielt. Komisch. Naja. Die haben wir eigentlich schon. Genau, hier könnte man jetzt rein theoretisch weitermachen, aber das machen wir ja nicht. Cool sind wir nicht. So, jetzt müssen wir nochmal durch den normalen Ausgang. Ist jetzt so. Müssen wir durch. Na. Was ist denn los hier? Nein! Dass man auch mal daneben fällt und dann auch erstmal stecken bleibt. Und dann genau dann kommt natürlich der Fisch und guckt dumm und tötet mich. Der springt genau dann raus, wenn ich ihn noch nicht sehe, aber er mich schon. Das ist einfach so fies gemacht hier, die Welt. Gut, aber er geht einfach straight in den Ausgang. Boah, er war schon wieder da. Schon wieder auf Angriff.
Cool, ich hätte die Schildkröte mitnehmen müssen, aber das wusste ich nicht. Hunger! Was bestellen wir heute? Nö. Tiny. Ich glaube, die Röhre führt einfach nur ans Ende hier der Welt. Ja. Machen wir auch noch nicht hin. Ich kann das irgendwie nicht essen. Ist mein Nudel gleich. Ah, super dumm. Super dumm. Ich komme ja gar nicht lang. Na? Hier oben das Leben nehmen wir mal noch mit. Da habe ich ja nicht so viele, da brauchen wir noch ein paar. Ich finde es immer so lustig, wenn ich mich selbst im Augenwinkel angucke, in meinem eigenen Stream, wie langweilig ich immer aussehe. Mein Kopf ist aber die ganze Zeit nur aktiv und freut sich über dieses Spiel. Aber ich sehe super traurig aus. Cool. Okay. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, wie man das machen sollte. Oh, perfekt. Wenn wir nur aus einem anderen Winkel abspringen. Ich sehe schon wieder konzentriert aus, ich merke schon. Mäh. Da ist ja dieser Scheißkäse drauf. Voll was gebracht hier. Ja, wenn man eine Schnapszahl hat, oben rechts sieht man den Countdown. Dann kommt immer ein Feuerwerk am Ende. Und man kriegt ein paar extra Punkte unten im Score, aber ich glaube, das war's. Erstmal meine Nudeln holen, bitte. Ah, ich hol sie eh gleich. Ja. Na, boah, nein, scheiße. Manchmal funktioniert der Controller nicht. Weggegangen, Platz gefangen. Denkt sich Nala nur immer so.
Ah, ich bin zu langsam. Ich bin wie eine Oma geworden. Da bin ich wieder bei Oma. Wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, aber ich weiß nicht, wie der Käse heißt. Es ist immer so ein komischer Käse drauf und ich mag den nicht. Wie heißt der? Gorgonzola? What? Frank. Der Käse heißt Frank. Genau, das ist seine Lieblingssorte. Ja, ich weiß, es war ein Joke. Du bist auch schon alt. Wir sind alle, glaube ich, schon alt. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich fühle mich alt. Ne, eigentlich geht es. Meistens fühle ich mich jünger. Aber wenn ich jetzt so manchmal so langsam reagiere, wo ich damals nur drüber gelacht hätte, das ist echt schon gruselig. Ja, da war wieder eine kleine Röhre. Dafür bräuchte ich einen blauen Pilz, aber den habe ich nicht. Alle kurz vor der Rente hier. Aber ich schätze euch jetzt alle so um die 30. Bin noch ein bisschen davor, aber... Ich glaube, ab 22 zählt man schon zum Rentenalter. Weil ist halt einfach so. Hier müsste ich noch irgendwie reinkommen. 26, ja, siehst du, das werde ich dieses Jahr auch. So alt bin ich auch. Du bist 40. Na gut, da sind wir um die 30 alle. Das passt ja schon. Plus minus 10 Jahre. Scheiße. War gar nicht mehr so gut. Scheiße. Pop, pop. Welcher Taler? Ah, siehst du, den zweiten musst du noch irgendwie holen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Das war anders, war hier unten. Sieht ganz schön auffällig aus. Ja, hier ist nichts. Wie komme ich hier zurück? Die Hammerfuzzis kennst du, ne? Ja, diese gibt's auch schon seit Ewigkeiten und in jedem Teil. Ah, shit, ey. Um einen Millimeter verpasst, ey. Wir springen mal erstmal ins Ziel und dann kommen wir zurück und suchen mal die zweite Münze. Ja, mein, was ist denn heute los, ey? Wie eine Oma, ich sag's doch. Ja, damit. Ich hab schon richtig gut gebrauchen hier an dem Level. In manchen Leveln, so wie hier, kommt man dann meistens gar nicht damit weiter, wenn man so ein großes Vieh hat. Das ist ja hier, nützt halt nichts. Ah, ich glaube, ich weiß, wie man zu der Münze kommt. Dann braucht man halt vermutlich hier den blauen Pilz. Und dann kommt man da irgendwie hin. Ja, das ist also... Ich glaube, ihr könnt auch einfach sterben, genau. Weil ich guck mal, ob ich irgendwie einen blauen Pilz kriege. Gut, wir gehen mal hier oben rein. Speichern. Ja, das ist halt Blödsinn. Und jetzt öffnen wir den letzten Speicherpunkt. Load State. Nehmen wir den hier. Ja, das kann man halt übrigens auch, konnte man auch damals beim DS machen. Da konnte man hier, man speichert ja eh, wenn man sich so ein Schild hier erkauft. Dann konnte man immer wieder probieren. Das habe ich halt auch immer gemacht.
Ach nee, man kriegt hier nur große, glaube ich. Genau. Also das ist ja natürlich das große Itemhaus gewesen. Das war Blödsinn, was ich gesagt habe. Wir gehen mal zurück und suchen das Richtige. Und das war nämlich so ein rotes hier. Ich habe Schwachsinn erzählt. Jetzt mach mal das alte Frau. Jetzt überspeichern wir nochmal den alten Stand. Das ist super easy mit Speichern. Man kann hier bis zu 10 Speicherstände machen mit dem Emulator, den ich habe. Ja, den genau den will ich nicht haben. Den danach wollte ich. Ah, shit. Genau den danach genommen. Jetzt haben wir es gleich. Ich mich merke es, jetzt wird es werden. Oh, ich bin, ey, wie so eine alte Frau, ich sag's doch. Ich brauch gar nicht drüber nachdenken. Ich klicke eh zu langsam. Ich muss einfach nur klicken. Ich glaube, ich brauche einfach nur F1 drücken, um meinen Speicherstand zu öffnen. Das ist halt ziemlich geil gemacht hier mit dem Emulator, muss man mal zugeben. Yes! Wir haben es endlich! So, direkt nochmal speichern, wenn wir hier draußen sind. Save. F1. So. Das haben wir sicher. Aber wenn wir jetzt sterben und ich habe ihn dann schon eingesetzt, können wir einfach wieder den Spielstand laden. Ich weiß gar nicht, wenn man ich jetzt, also ich glaube, wenn ich jetzt zu viele Items einsammle, die größer sind als der blaue kleine hier unten, dann überschreibt er sich wieder. Aber ich vielleicht auch nicht bei dem hier. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Also es gibt halt Items, die ein bisschen wichtiger sind. Und dann werden die sich gegenseitig überschreiben. Gut, jetzt brauchen wir den. Ich setze mal ein. Na, kommst du rein hier? Oh, das ist so ein geheimer Ausgang. Okay, hier kriegen wir nicht die Münze. Müssen wir gleich nochmal tatsächlich wieder zurück. Dann müssen wir mal genau gucken, wo das war. Vielleicht war es einfach in eine Röhre irgendwo rein oder so. Gut, jetzt sind wir noch klein. Ich muss es mal eben ändern. Sonst sterbe ich hier einfach viel zu schnell. Scheiße, guck mal, ich rutsche auch immer überall lang. Ah, Mann, ey. Rentner. Rentner ist wieder da. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Schnell! Ja,
unter Wasser. Meine Vögel sind richtige Gammler geworden, wollen sogar meine Milka-Schokolade trinken. Was? Die sind da richtig zutraulich bei dir dann, oder was? Sind die bei dir so richtig auf der Schulter und so? Darf ich nur nicht sterben. Ja, schon. Krass. Ja, bei uns sind die ein bisschen zurückhaltend. Weil den ersten Vogel, den wir hatten, der war ein bisschen... Ja, wir sagen einfach mal schüchtern. Zumindest ein sehr ruhiger Vogel. Denn erst haben wir Rosi dazu geholt. Seitdem sind sie halt sehr... Wie Vögel halt, ne? Also nicht so groß. Also ein bisschen zutraulich. Sie scheuchen ein bisschen Angst vor uns oder sowas. Aber sie sitzen sehr auf hohen Gegenständen und... Machen so ihr Ding, was Vögel halt irgendwie machen. Also essen und fliegen. Keine Ahnung. Jetzt nicht zu uns. Also die trinken uns auch nicht die Schokolade weg. Ah! Oh, mein scheiß Controller hat nicht reagiert, ey. Oh. Aber der eine ist schon eher aufdringlich. Oh. Also ein unangenehmer Vogel. Ich glaube, ich brauche mal noch Matzi und Rosi-Emotes. Fällt mir mal eben ein. Wenn wir Nala haben, muss ich ja noch irgendwie die beiden Vögel unterbringen. Das ist so, das ist halt mein Lieblingsstart in Level, ne? Also richtig gut einfach. Ein bisschen, ja. So, fiese Gegner hier mit den scheiß Skummer mit den Flügeln. Oh Gott, und dann... Ah, oh, scheiße, ey. Man braucht halt immer ein bisschen genug Schmackes, damit man springen kann in dem Spiel hier. Wenn man das nicht hat, dann wird es halt einfach kacke. So, jetzt wird es aber werden. Sitzt deine Katze nicht ständig am Käfig und schaut hoch? Nee, tatsächlich. Also ja, sie guckt mal hoch und so, aber das hat sie ganz gut im Griff. Manchmal hält sie sich natürlich in der Küche auf, wenn die frei fliegen dürfen. Wenn es mal ganz schlimm sein sollte, dann muss sie halt mal in den Nebenraum. Aber die Vögel haben irgendwie morgens so eine Stunde, wo sie mal fliegen. Und dann gehen sie zurück in den Käfig und fressen den ganzen Tag. So, das ist super entspannt irgendwie. Aber das lässt sich tatsächlich ganz gut regeln. Die Tiere sind jetzt auch nicht so cool, dass sie auf einen Haufen hängen und kuscheln oder sowas. Wie man das mal in irgendwelchen TikToks sieht. Ich habe auch immer erst gedacht, das könnte schwierig werden mit den dreien auf dem Haufen, aber es geht. Die Katze darf einfach nicht auf Möbel rauf, die so hoch sind, dass sie da irgendwie dir nicht in die Quere kommt. Und dann hat sie halt eh keine Möglichkeit, da ranzukommen. Das Einzige ist halt wichtig, dass man die ganzen Tiere im Auge behält, wenn die Vögel frei fliegen, dass sie uns da nicht irgendwie hinspringt. Aber das macht sie nicht. Sie scheint auch gar nicht mehr Interesse dran zu haben. Manchmal guckt sie nur nochmal, aber das war's. Wieso komme ich hier gerade eigentlich nicht hoch, ey? Warum stelle ich mich nur so an? Ist hier unten was? Nee. Hier unten ist es langweilig. Wir hatten damals auch zwei Hunde und zwei Vögel. Haben Hunde Interesse an Vögel? Weiß ich, also sehen die das ein bisschen als Spielzeug oder ist ihnen das auch egal oder was? Wir hatten damals... Auch Vögel ohne Katze, wenn ich mich nicht irre. Die haben auch Interesse daran, okay. Das, also ich weiß es, also ich bin jetzt halt kein Hundemensch. Ich weiß nicht genau, wie Hunde sich verhalten. Aber gut, dass sie das irgendwie spannend finden, ne? Ergibt schon Sinn. Ach shit, komm zurück! Mann, ich wollte doch mal gucken, was da ist. Ach nein, oh Gott, ey. Nein, zurück. Oh, scheiße. Ja, so richtig gut ist es mit dem Wandsprung und dem Controller in Kombination nicht so. So, mein Freund ist auf die glorreiche Idee gekommen,
die ganzen Clips, die er über die ganzen Jahre, wo er, in dem er schon Videospiele zockt, mal durchzugucken und ein bisschen schick zurechtzuschneiden und dann auf YouTube hochzuladen. Also dann, also scheiße, es ist mit dem Ansporn klappt nicht so gut hier über den Emulator. Dafür reagiert das alles ein bisschen zu langsam, komischerweise. Ich würde mal fix Werbung dafür machen. Ihr könnt da mal bei ihm vorbeischauen. Lasst doch mal ein, wenn ihr YouTube habt, lasst doch mal ein Abo da und erfreut euch über die kleinen Clips. Schick's mal fix in den Chat. Unser Collie hatte Angst davor und der Dalmatiner wollte die immer jagen. Oh Gott, das ist ja fies. Angst davor ist auch interessant. Ich habe auch mal jetzt einen Menschen kennengelernt, der Angst vor Vögel hat. Das habe ich auch noch nicht mitgekriegt, dass es das gibt. Aber es macht Sinn, ja klar. Es gibt ja Angst vor allen Dingen. Nee, das ist scheiße. Der macht keinen Mannsprung. Der macht beim dritten Mal, hört er auf. Das ist gerade nicht so gut. Nein! Oh. Ja, dir wurde ein Follow da gelassen, Shubi. Er hört mich nicht, aber vielleicht liest er es gleich. Der Angst vor Tauben hatte. Ja, krass, ey. Ich kenne eine Person, die Angst vor Schmetterlingen hat. Aber es ist ja eigentlich eher was Schönes, so würde man denken. Es ist, glaube ich, einfach ein ganz kleines Delay drin, weshalb das nicht so schön läuft hier. Ja, zwischen Controller und Spiel, das ist halt eine kleine Verzögerung. Ne, der hört irgendwann auf. Das ist echt kacke gerade. Ah, jetzt ist die Zeit auch noch abgelaufen. Scheiße. Die habe ich ja gar nicht mehr im Blick gehabt. Ja, da kann ich das schon irgendwie verstehen. Die Flügel sehen zwar schon aus, aber der Kopf ist schon ein bisschen creepy. Bin noch da, Pipin. Das ist ja schön, dass du noch da bist. Noch hat der Chef nichts gesagt, oder was? Pepe. Shit. Die! Okay. Okay, cool. Okay, cool. Okay. Umarme Pikoshin. Ja. Sweet. Also hier geht es mit dem Ansprung, ne? Es ist halt, wenn das goldene Ding sich bewegt, ein bisschen komisch. Oh mein Gott, ey. Das darf nicht wahr sein. Gehen wir mal raus und wieder rein. Das ist doch scheiße. Gebt damit ganz viel Glück, dass ich das irgendwie hinkriege. Und die halbe Zeit ist schon wieder weg. Das werden wir nicht schaffen. Und der, warum fährt er direkt wieder los? Yo, Alter, fick dich einmal, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie ich das Level schaffen soll, wenn der Wandsprung nicht möglich ist mit dem Emulator.
Kann ich das mit der Tastatur spielen? Nee, ne? Wird er nicht gehen. Nein, geht nicht. Okay, das war echt komisch. Shit! Shit! Ah! Ey, das ist so ein Blödsinn, dass es direkt wieder losfährt. Nur noch 100 Sekunden. Das sind ja nicht mal echte Sekunden. Das sind kürzer als echte Sekunden. Ja! Okay. Wir müssen jetzt irgendwie wenigstens schaffen, zum Boss zu kommen. Ich muss das durchsprinten. Ah, shit, das ist nichts mit Sprinten hier. Hier ist nichts mit Sprinten. Das dreht sich so langsam. Ah, hier ist der Boss. Okay, wir müssen einfach schnell besiegen. Damit wir wenigstens den einen Taler schon mal mitnehmen können. Hier noch einmal treffen, das schaffen wir. Gut. Finish him! Geschafft. Dafür möchte ich es ohne Umarmung haben. Das ging schnell. Ja, der ist eigentlich nicht so stark. So, gehen wir noch einmal rein und holen uns die anderen Taler. Dieses Springgeräusch ist ja eigentlich nervig. Ja, hier müssen wir lang. Nun musst du gehen. Okay, mach das mal. Bis dann. Vielleicht sehen wir uns heute Abend noch. Heute Abend geht's da weiter mit Dead Space. Dass auch jemand Lust hat. Schön, dass du da warst. Ach, das ist der erste Teil. Okay, ich dachte gerade, wir haben den ersten verpasst. So, wollen wir hier gar nicht festhalten hier. Na, schaffen wir das heute noch? Irgendwie hoch? Nein. Achso, jetzt muss ich ja klar hier lang. Das ist ja die Bossröhre hier. Das hier brauchen wir. Und jetzt? Da ist es. Wie komme ich denn da hoch? Brauche ich dafür etwa einen blauen Pilz? Wie lange habt ihr jetzt noch Quarantäne vor euch? Lass uns überlegen. Heute ist für mich der 6. Tag. Man darf ja ab dem 7. Tag sich freitesten, weil man keine Symptome hat. Also ich habe noch Symptome und ich werde mich auch nicht früher freitesten. Die 10 Tage werde ich einhalten und dann wird es vermutlich weg sein. Ja, scheiße. Ich weiß nicht, ich brauchte wahrscheinlich wieder einen blauen Pilz. Das heißt, wir müssen gleich nochmal zurückkommen und dann nochmal und dann nochmal. Genau, wir müssen mal kurz gucken hier, ob es hier ein Item gibt. Nee, gibt's nicht. Komisch. Das war eigentlich jetzt noch ganz gut. Und wenn ich dann gleich ein kleiner Mensch bin, möchte ich ja eigentlich wieder mich zurückwandeln können. Gut, kommen wir gleich zurück.
Ich glaube, eigentlich wäre es klug, jetzt zu sterben, weil dann... Genau, ich lasse mich kurz umbringen. Dann kann ich nämlich als kleiner Mensch gleich zurückkommen, direkt. Du warst nach 10 Tagen immer noch positiv, Mensch. Das ist ja gut zu hören, Sarkasmus. Da würde ich mich jetzt natürlich nicht so freuen. Da wir speichern mal wieder. Save state as. Dann gehen hier runter. Und holen uns direkt einen blauen Pilz. Scheiße. Ja, ich brauch nur halb Eis drücken. Nee, fand ich auch nicht so toll. Und wie lange hast du denn gebraucht, letztendlich? Wann war es denn weg? Nee, das ist nicht so gut gerade. Und Dara ist wieder da. Am 13. Tag, uiuiui, krass. Jetzt hat es funktioniert, sehr schön. Mal gleich rausgehen. Safe Stage. Falls wir sterben, haben wir wieder die Möglichkeit, von vorn zu beginnen. Achso, doch, ja. Ja, sehr gut. Shit. Muss doch irgendwo noch ein Item zum Großwerden versteckt sein, oder was? Gut, den brauchen wir. Ich hoffe, der ist auch dafür jetzt. Ja, okay. Hier ist leider kein Item versteckt, was es größer macht. Ich glaube, ich kann sogar direkt vor der Bosstür speichern. Das ist ja nur ein Emulator. Dann mache ich das gleich mal. Kann es nämlich, so direkt weitergehen, falls ich jetzt einfach sterben sollte. Ich habe irgendwie auch keine Zeit. Keine Lust, Zeit zu verschrödeln, deswegen mache ich das. Aha, was sind das? Ach so, oh, ich hätte gar nicht klein rein müssen. Hier ist nämlich, naja, shit. Hier ist nämlich das zum Draufspringen. Naja, gut. Wir wollten es natürlich ein bisschen spannend machen. Safe state as. Gut. Ich glaube, mit dem Kleinen muss man immer eine Arschbombe machen und der fliegt ja so ein bisschen ewig hinterher. Das dreimal. Ja, gut. Na, nicht so gut. Ah! Puff, stirb! Ah, jetzt kann ich nicht nochmal speichern. Schön dumm. Das ist ja egal beim Emulator, ich vergesse es auch immer wieder. Hm. Okay. Ich glaube, es war gar nicht mehr so klug, weil da oben ein Münze wahrscheinlich versteckt war. Voll schlecht. Ja, hier kommen wir nicht mehr zurück, ey. Das war dumm. Hier wird wahrscheinlich eine Münze irgendwo sein. Thank you.
Wir haben noch keine Münze. Da ist eine. Dafür brauche ich einen Typen zum Springen. Sowas nicht. Warum springt der nicht? Warum springt der Typ nicht? Eigentlich springen die Blöcke. Mal zurück. Ah, shit. Ah. Ah, nein, shit. Ich brauch mal kurz den hier. Oh ey, dass die auch immer genau auf einem drauf landen. Jetzt bin ich klein, das kann ich direkt wieder vergessen. Ja, den brauche ich. Scheiße, nicht so gut. Dann gehen wir weiter. Möchte uns ja damit sagen. Aua. Das möchte er uns damit sagen. Ah, shit, ey. Und dann auch so einer. Ah, Gott, ey. Die verfolgen einen. Ich muss hier unter. Ich geh erstmal ins Ziel und nehme eine Münze mit. Muss auch von vorne starten, weil sonst macht das Sterben hier keinen Sinn. Bitte komm hierher. Warum kann ich nicht springen? Ja, er schmeißt mich runter, logisch. Oh ey, schwere Geburten heute. So, jetzt noch sicher ins Ziel gehen. So nice. Ja, okay, da ist einer.
Spring mal bitte nach rechts. Vielleicht schaffe ich es von hier aus. Ah, oh, nee, es fehlt ein Millimeter. Gut. Ja. Es ist noch nicht, wenn der zweite da ist, wo ich denke, weiß ich noch nicht, wie ich rankomme. Und ich weiß nicht, wie die Feuerdinger hier auslöschen, die gehen mir übelst auf den Sack. Es ist super dumm, dass sie immer kurz vorm Springen weglaufen. Ja. Wie kann ich bitte das scheiß Feuer auslöschen? Oh. Oh, butterweich. Einen weiter, glaube ich, ne? Hier. Nee, ich glaube, von hier muss ich rauf. Ja, bitte töte mich, du Feuer. Das ist so bescheuert, dass das Scheißfeuer bis nach hier oben kommt. Aber die Scheißblöcke, mit denen ich hochspringen muss, die schaffen es nicht. Dumm, dass ich gerade wieder die Teile eingesammelt habe. Und das Feuer ist wieder da. Aber nicht die Blöcke, die ich brauche. Oh, scheiße, ich bin so dumm. Das wird jetzt eigentlich schon nichts mehr. Spring hoch! Ja, spring vorbei und töte mich. Hier ist es. Aber... Oh. Yes, geschafft. Nice, ey. Das ist echt eine schwere Geburt gewesen gerade wieder. Springen jetzt einmal ganz weit und fallen wahrscheinlich einfach in einem Loch, sag ich doch. Nicht der schon wieder. Shit, Alter. Na bitte, ey. Du bist auch so eine Erinnerung, dass das Level ein bisschen scheiße war. So ein bisschen. Über den Patrick-Emote. Nur noch die Welt, dann gehst du ja schon wieder ins Schloss.
scheiße. Oh. Ist auch so eine blöde Welt. Natürlich darf ich nicht springen. Den nehmen wir mit. Den brauche ich. Ah, ich habe den auch gekriegt. Nice. Scheiße. Mist. Aua, 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 aua. Ja, ich hätte mir gleich die Blume wieder nehmen müssen. Ich nehme sie gleich sofort, dann kann ich die neue holen. Da wird ja gleich eine kommen. Bin ich sogar hier schon. Nee. Ja, yep. Springen würde vorbei, so liebe ich meine Spiele. Boah, ist so knapp, ey. Ah, ein Leben. Hey, wo ist er da? Schön, wenn die Welt immer weiterläuft. Und alleine. So lustig. Wo es hier oben ist, komme ich hier hoch? Nee. Ich wollte ja eh nicht hoch. Gehen wir wieder mal ins Schloss, wenn ich dann denken darf. Thank you.
In dieser Welt kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Zumindest habe ich mir offenbar gemerkt, wann diese komischen Stacheldinger kommen. Achso, da muss ich hoch. Aha, oh shit. Na, mal gucken, was der von mir will. So, dann ganz guter Welt. Ah ja. Ich glaube, für den bräuchte ich eigentlich ganz gut die Pflanze, die unten auf mich wartet. Aber ich will die eigentlich nicht verschwenden. Genau, irgendwie sowas. Na, geht auch. Ah ja, und wenn ich jetzt... Ach ja, wenn ich den Kleinen besiegt hätte, hätte ich offenbar direkt zu einer anderen Welt gekonnt noch. Und ich weiß auch schon, also zu der Welt 4 hätten wir dann gekonnt. Den hätte ich den Boss halt als kleine Person besiegen müssen. Ist eigentlich ganz okay, weil man kriegt ja diesen kleinen blauen Pilz vorab. Ich würde es einfach gleich probieren, bevor wir es vergessen. Hier dann mal eben. Ich muss jetzt nicht alle benutzen, mehr sammeln, aber ich muss halt auf jeden Fall den kleinen blauen behalten am Ende. Spaß im Lurk, mein Gott. Ah, shit. No. Der Koffer hat gerade eben gesagt, ich brauche ja gar nicht alle Taler und hat dann irgendwie gedacht, ich kann mir das klemmen. Super dämlich, was ich gerade gemacht habe. Naja. Nur kurz davor, meinen Bildschirm anzupassen, um mir die Blume mit dem Touchen von unten zu holen. Der blaue, den brauche ich ja. Und nochmal speichern. Jetzt kann es losgehen. Jetzt kann ich auch sterben. Thank you.
Ah, shit. Ist ja gar nicht mehr so gut gewesen gerade. Ah! Natürlich spawnt er genau vor mir. Na komm schon. Wie gesagt, die Steuerung mit dem kleinen Fuzzi hier ist echt schwer. Ah, oh, okay, wenn er so klein ist, bleibt er nicht lange draußen. Nee. Scheiße. Ja, bleibt groß. Na, knapp verfehlt, das gibt's doch gar nicht. Ja, wollen wir nicht probieren? Jetzt aber, perfekt. Haben wir schon nächste Welt freigespielt wieder. Ja, Weltbier. Mal fix umgeändert. Ja, speichern wir da. Aber hier machen wir nicht weiter. Wir machen dann in Welt 3 weiter.